Guten Morgen, ihr Lieben. Da ist sie wieder, die Kartenlegerin, die nichts verstanden hat. die Karten falsch liest. Oh mein Gott. Ich bin so, so schlecht. Oh mein Gott. Ich kann meine Karten ja jetzt reinlegen. Mal gucken, wer sich jetzt gleich wieder, wer jetzt gleich wieder seinen Senf dazu gibt. Also, wir haben hier das Kreuz, das Schicksal. Wir haben hier eine Veränderung, die sich auf den Weg macht mit den Störchen. Und wir haben den Park. Das heißt, hier geht es darum, entweder Dinge öffentlich zu machen, beziehungsweise es geht meistens darum, Dinge öffentlich zu machen. Und ja, die Maskerade, sich die Maskerade runterzureißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem Haus haben wir hier natürlich das stabile Fundament, welches geschaffen werden möchte. Und mit den Wegen auch noch die Wegesentscheidung. Und da liegst du, egal ob du männlich oder weiblich bist. Das heißt, jetzt gilt es, sich zu entscheiden, wo soll es lang gehen? Wo ist der nächste Weg? Der Baum. Die Sterne und der Brief. Also der Stern und der Brief. Also, Veränderung ist eindeutig klar. Hier muss ein Weg gegangen werden, damit Klarheit reinkommt. Wir haben Kommunikation, die hier unter dir liegt, die auf jeden Fall gegangen werden darf. Besonders wenn es darum geht, hier etwas ans Tageslicht zu bringen, was vielleicht die Öffentlichkeit wissen sollte. Ja, und die Öffentlichkeit kann natürlich auch eine andere Person sein. Gar keine Frage. Und wunderbar haben wir hier eine Stabilität drin. Also das, was jetzt vom Universum an dich herangebracht wird, ist auf jeden Fall gut für ein stabiles Fundament und dafür, dass du dich fest verwurzeln kannst. Ja, dass du wieder Wurzeln schlagen kannst. Es geht also wirklich darum, stabil zu werden. Stabilität reinzubekommen. Und so oder so, egal wie es Dreh und Wende und Münze, ist hier definitiv Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, wenn dir etwas auf dem Herzen liegt, dann darfst du das auch aussprechen, egal ob es um eine Liebesverbindung geht, ob es um eine Freundschaft geht oder auch um, ob es was Arbeitstechnisches ist, ja. Auch Kommunikation ist manchmal ein Lernfaktor, Dinge nicht in sich hineinzufressen, ja, sondern spreche es tatsächlich einfach aus. Das Beste, was du machen kannst, um zum einen dieses Negative loszuwerden, und zum anderen Platz zu schaffen für Neues, Schönes. Egal, was sich hier auf den Weg macht. Ja, wir sehen uns heute Nachmittag wieder, wenn ich die Wochenbotschaften auslege. Bis später.